Hallo und herzlich willkommen zu Angedockt 4 Medienbildung in Hamburg. Heute geht es um die Medienkompetenzförderung an weiterführenden Schulen in Hamburg. Und dazu sind wir zu Gast im Hamburger Schulmuseum auf St. Pauli. Und unsere Frage lautet: Wie medienkompetent sind Hamburgs Schüler und Lehrkräfte? Unsere Gäste sind Hamburgs Schulsenator Thies Raabe und Anna von Treuenfels-Frohwein. Sie ist FDP-Fraktionsvorsitzende in der Hamburgischen Bürgerschaft und deren bildungspolitische Sprecherin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Herr Raabe, was bedeutet Medienbildung an Schulen und was gehört zur Medienkompetenzförderung im Unterricht? Wenn man den Begriff richtig versteht, dann gehören Medien natürlich nicht nur in den Bereich der digitalen Medien verortet, sondern Medien sind natürlich auch Bücher und alle möglichen anderen Dinge. Allerdings ist es tatsächlich so, dass wir unter dem Begriff mittlerweile doch eine Konzentration auf digitale Medien verstehen. Das heißt also, es muss darum gehen, dass man zum Teil Anwendungen lernt, auch entsprechende Programme ein Stück weit lernt, dass man auch ein Stück versteht, wie so ein Computer oder ein Laptop oder ein digitales Endgerät eigentlich funktioniert, was da eigentlich sozusagen dahinter steckt. Aber es geht natürlich auch darum, sich zu orientieren. Das Internet ist eine Möglichkeit großer Chancen, aber es hat auch Risiken. Und über diese Risiken und Chancen angemessen zu informieren, nicht nur mit der Verkürzung "lass die Finger davon", sondern ganz im Gegenteil auch mit Hinweisen, wie man sich dort zu verhalten hat. Das alles verstehen wir unter Medienbildung. Frau von Treuenfels-Frohmann, welchen Stellenwert denn hat Medienbildung an Hamburgs Schulen zurzeit Ihrer Meinung nach? Also ich glaube, das kann noch nicht genug sein. Das ist, glaube ich, jetzt schon doch in der Tat etwas besser als vor einigen Jahren. Aber wenn wir in Zeitabschnitten denken, dann muss das einfach, Digitalisierung schreitet so schnell voran, dass man jetzt nicht sagen kann, jetzt sind es nicht nur 6, sondern Gott sei Dank auch mal 12 Schulen, sondern es muss eben einfach wirklich schneller gehen. Ich glaube, State of the Art, da sind wir bestimmt noch nicht. Wobei ich eben glaube, da wir jetzt ja bald den Digitalpakt haben, dass sich das hier bald ändern wird und dann hoffe ich, dass es hier richtig Gas gegeben wird. Die Kultusministerkonferenz der Länder hat vor einem Jahr das Strategiepapier beschlossen, Bildung in der digitalen Welt. Das heißt, dass alle Kinder ab Klasse 5 den Umgang mit digitalen Medien lernen sollen und über und mit digitalen Medien lernen sollen. Wie weit sind wir da in Hamburg? Was läuft gut? Wo muss noch nachgebessert werden? Also dieses Strategiepapier der Kultusministerkonferenz sieht vor, dass alle Schülerinnen und Schüler, auch die in der Grundschule, sich im Bereich der digitalen Medien besser aufstellen müssen, dass die Schule hier bessere Angebote machen muss. Es ist übrigens ein Papier, das wir aus Hamburg auf den Weg gebracht haben und auch nennenswert selber mitgeschrieben haben, um die verschiedenen Bereiche, um die man sich jetzt kümmern muss, genauer darzustellen und auch zu sagen, was man jetzt im Einzelnen eigentlich unternehmen muss. Ich will auch zusätzlich sagen, die Sache ist keineswegs ganz so einfach, weil die Ziele eigentlich klar sind. Aber schon bei den Zielen haben wir uns gestritten. Das darf man vielleicht auch einmal ergänzen. Ist es jetzt richtig, dass wir das Fach Informatik zum Pflichtfach für alle Schulen machen? Das war die eine Frage. Oder wäre es nicht besser, in jedem Unterrichtsfach künftig neben Buch und Stift und Arbeitsheft auch selbstverständlich digitale Endgeräte, also die Smartphones oder Laptops oder vielleicht auch die Computer der Schule einzusetzen? Wäre das nicht der bessere Weg? Die Kultusminister haben sich entschieden für den letzten Weg. Sie haben gesagt, es ist wirklich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler in jedem Fach die Möglichkeit haben, aber auch die Chancen nutzen, die da in diesen Geräten stecken, weil wir damit nämlich auch den Unterricht verbessern können. Man kann mit Photoshop-Programmen vermutlich im Kunstunterricht was machen. Ich selber habe früher Musik gemacht, was dort alles technisch möglich ist. Das zeigt auch die digitalen Medien. Also es ist der Wunsch, dass in jedem Unterrichtsfach nicht nur gesagt wird, heute nehmen wir das Englischbuch Seite so und so viel raus, sondern dass man dann auch selbstverständlich mit digitalen Medien umgeht. Das ist das Ziel der Kultusminister und wir kriegen Rückenwind. Das war sehr mühsam, aber wir haben jetzt in den Koalitionsverhandlungen in Berlin durchgesetzt, dass die Bundesregierung sehr viel Geld bereitstellen wird. Und zwar so viel Geld, dass eigentlich jede Hamburger Schule, ich würde mal sagen, bei den weiterführenden Schulen kann man schon sagen,
dass so eine weiterführende Schule für die Grundausstattung noch mal eine halbe bis dreiviertel Million Euro bekommt und jede Grundschule eine Viertelmillion Euro. Das ist schon ein wuchtiger Anschub, um das jetzt auch voranbringen zu können. Dazu wollte ich später noch mal zurückkommen. Wie ist aber jetzt aktuell der Stand? Haben wir das Ziel schon erreicht? Findet es statt, das Lernen mit und über digitale Medien an allen Schulen? Gibt es da Untersuchungen, wie stark die Medienbildung ausgeprägt ist? Es gibt Zufallsbefragungen von Lehrerinnen und Lehrern, die von der Telekom-Stiftung durchgeführt werden. Dabei schneidet Hamburg im Bundesvergleich immer recht gut ab. Aber natürlich haben wir das Ziel lange nicht erreicht. Ganz im Gegenteil, wir stellen fest, dass manchmal wochenlang vermutlich in verschiedenen Unterrichtszusammenhängen oder Klassenstufen keine Berührung mit den Computern stattfindet. Obwohl die Situation in Hamburg an sich schon recht gut ist im Bundesvergleich. Ich will zwei Beispiele nennen. Wir haben in den knapp 8000 Klassenräumen zurzeit 4000 Whiteboards. Das sind diese Geräte, so eine große weiße Folie mehr oder weniger, auf die man indirekt schreiben kann, auf die ein Computer über einen entsprechenden Beamer ein Bild sucht. Und insofern kann man ständig im Unterricht das als normales Medium verwenden. In der Hälfte aller Klassenräume ist das gewährleistet. Das ist schon eine ungewöhnlich gute Ausstattung. Ich habe vor kurzem in einem anderen Bundesland das dort größte Gymnasium besucht. Das hatte so ein Gerät. Bei uns sind es in Gymnasien dann durchschnittlich 20, 25. Und das Zweite, wir haben zurzeit laut Schulstatistik 40.000 Computer, etwas mehr. Das heißt also, für vier Schüler immerhin gibt es dann jeweils einen Computer. Aber ich sage ganz offen, es ist nicht nur das Equipment nötig. Wir brauchen Wireless LAN in allen Räumen, davon sind wir weit, weit entfernt. Und wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer, die das auch in ihrem täglichen Unterricht machen. Wir haben zwar viele junge Kollegen, die damit jetzt anfangen, aber da ist noch viel zu schaffen. Wie sehen Sie das? Das Letztere kann ich nur unterstreichen. Ich glaube, es ist einfach wirklich noch sehr viel zu schaffen. Und das muss eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wirklich auch in Schnelligkeit passieren. Weil die Kinder sind ja eben meistens extrem viel weiter als die Lehrer, und zwar in einer bestimmten Hinsicht. Die können alle ihre Smartphones, könnt ihr wahrscheinlich auch alle bedienen und wissen, wie das geht. Meine können das auch. Und dann kommen der Lehrer, die vielleicht noch ein bisschen älter sind, und da ist eben, das klafft auf. Und deswegen muss man eben auch die Lehrer fortbilden, und in den Studiengängen muss man sehen, dass das verpflichtender Teil ist. Und dass es auch in den Unterrichtsfächern wirklich verpflichtender Teil ist. Dass kein Unterrichtsfach ohne Medienkompetenz eigentlich mehr gedacht werden kann. Da müssen wir eigentlich hinkommen. Unabhängig davon, das hat der Schulsenator ja schon gesagt, das sehe ich auch so, dass wir natürlich jetzt auch technisch aufrüsten müssen, dass die Schulen auch überhaupt die Grundsubstanz, die WLAN, und das muss eingerichtet werden, und zwar zügig. Wir wollen mal ein Beispiel aus der Medienpraxis an Schulen zeigen. Das Gymnasium Lerchenfeld ist eines der Schulen in Hamburg, die ein Medienprofil haben und sogar ein eigenes Unterrichtsfach, das heißt audiovisuelle Medien. Und was Lehrkräfte und Schüler dazu sagen, das schauen wir jetzt uns in einem kurzen Film an. Die beiden Medienpädagogen, die uns hier gerade im Moment betreuen, die kommen also jetzt während des Projekts mit in den Unterricht. Jetzt gerade ist die aktuelle Recherchephase. Ne? Wen interviewe ich? Schüler sind ja oft sehr gut auch ausgestattet. Das ist so eine Kluft. Also es ist die Kluft, dass die Lehrer nicht so gut fit sind. Also wir sind ja so die Digital Aliens, nicht? Und die Schüler die Digital Natives. Und dann ist es tatsächlich so, dass man sich als Lehrer weiterbilden muss. Es gibt längere Fortbildungen, zum Beispiel diese Zusatzqualifikationen, auch am LE, die man eben über, ich glaube, 55 Stunden auch belegen kann, wo man unterschiedlichste Bereiche kennenlernt, von Trickfilm über Audioschnitt und so weiter, mit sehr praktischen Anwendungsmöglichkeiten. Medienbildung spielt insofern bei uns eine große Rolle, weil wir das in unserem Schulprofil auch verankert haben. Wir haben Filme gedreht zusammen im AVM-Unterricht. Oder bei Kunst, da sollten wir zum Beispiel auch fotografieren. Allgemein produzieren wir auch sehr viel Filme im Unterricht. Das macht mir sehr viel Spaß. Also ich filme meistens und schneide und bearbeite die Videos. Auch heutzutage gerade sind Medien ja sehr stark vertreten und man kann viel mit denen machen. Deswegen finde ich es gut, auch wenn man so AVM-Unterricht hat, dass man hier zum Beispiel auch lernt, wie man mit Kameras umgeht oder wie man was schneidet. Ich finde es eigentlich sehr wichtig, dass eben alle Schüler im Unterricht mit Medien arbeiten, weil eben soziale Medien ist ja unsere Zukunft. Das ist das, was unsere Zukunft bestimmen wird. Ich finde kreative Arbeit ganz wichtig, dass sie eigene Ideen haben, dass sie die in Filme einbringen können, dass sie die in Fotoprojekte einbringen können. Ja, Medienbildung spielt eine große Rolle an dieser Schule.
Sie spielt auch eine große Rolle für die Bildung der Lehrer. Wir hatten gerade eine große Fortbildung, digitale Medien im Unterricht, was man da machen kann, dass wir selber auch damit umgehen können. Und ich denke, dass wir da auch eine Vorreiterschule sind. Herr Senator, ist das eine Vorreiterschule? Ist das ein gutes Beispiel für Medienbildung in Hamburg? Ja, ich habe die Schule vor kurzem besucht. Die ist mir auch in anderer Hinsicht aufgefallen. Also das ist aber mittlerweile, hat man mir gesagt, schon überall Standards. Als ich noch Lehrer war, wurden bei Unterrichtsvertretungen immer so Zettel angehängt. Hier ist es mittlerweile so, dass in allen Fluren und in vielen Fluren auch Bildschirme hängen, wo das dann immer alles dargestellt wird und eigentlich auch die Schulverwaltung sehr stark so gesteuert wird. Zum anderen ist mir in der Tat aufgefallen, dass dort auch im Unterricht sehr häufig digitale Medien zur Anwendung kommen. Das haben wir keineswegs überall so. Aber es ist auch umgekehrt nicht so, dass nur das Gymnasium Lerchenfeld hier besonders weit ist, sondern da sind eine ganze Reihe von Schulen mit tollen Beispielen. Und das vergisst man immer, es sind vor allem einzelne Lehrkräfte, die das zum Teil sehr, sehr weit auch machen und sehr, sehr gut machen. Darf ich vielleicht an der Stelle kurz ergänzen? Ja, ich merke auch, dass sich Schülerinnen und Schüler, die sich dann vermutlich den ganzen Tag mit diesen Geräten beschäftigen, häufig technisch auf einem Niveau sind, dass vielleicht der ein oder andere Lehrer Mühe hat zu erreichen. Aber man fragt sich auch, ob der Lehrer eigentlich derjenige sein soll, der sozusagen den letzten technischen Kniff in dem Programm noch findet. Sondern hier geht es natürlich auch um die Frage, was kommt am Ende dabei raus? Und einen Film zu bewerten und in seiner entsprechenden Güte auch einzuordnen, Verbesserungsvorschläge zu machen, das beispielsweise, glaube ich, können Lehrerinnen und Lehrer sehr gut. Ich will ein anderes Beispiel nennen. Ich hatte, als ich noch Lehrer war, Rechercheaufgaben vergeben und man ist doch verblüfft, selbst Oberstufenschüler sind da nicht immer die hellsten. Die finden zwar alle möglichen Quellen, aber sie können keineswegs einschätzen, ob das irgendwie glaubwürdig und vernünftig ist. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass es so ist. Das muss man erst lernen und das konnten die Lehrer dann durchaus etwas besser beurteilen, sodass man auch ein Stück abstufen muss, ob der Lehrer wirklich jeden technischen Kniff bis ins Letzte drauf haben muss und damit jeden Schüler überholt, da bin ich mir nicht sicher. Besser werden müssen die Lehrerinnen und Lehrer. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber einen Wettbewerb in Bezug auf die technischen Feinheiten würde ich hier ungern sehen. Eher die Frage, dass die Lehrerinnen und Lehrer die Aufgabe haben zu bewerten, wie das denn sozusagen von Schülern genutzt wird und auch wie das Arbeitsergebnis dann am Ende ist. Was halten Sie denn davon, wenn man sagt, dass jede Schule ein Medienprofil haben sollte? Das finde ich eine sehr gute Idee und ich würde auch gerne mal auf das eingehen, was Sie gesagt haben. Ich sehe es ähnlich, aber ich möchte es trotzdem gerne erweitern, weil ich finde, die Spange geht ja genau da auf, wo eben die Schüler, manche die Lehrer vielleicht dann auch gar nicht mehr so akzeptieren, weil sie denken, wenn die das nicht verstehen, was ich hier mache, dann können sie es hinterher auch nicht beurteilen. Und da ist ja genau der Punkt. Lehrer müssen schon noch die Hoheit darüber haben, den Kindern zu sagen, hey, das ist ein Handwerkszeug. Auch meinetwegen eure Handys sind eigentlich Handwerkzeuge, sind nicht eure Lebensbegleiter. Und die müssen auch die kritische, also die Medienkompetenz heißt ja auch ein bisschen kritisch drauf zu gucken, was können Medien machen. Sie haben es eingangs gesagt, was können Medien mit uns auch machen? Oder was macht zum Beispiel so ein Twitter-Account? Wird über alles immer rausgetwittert? Ist das wirklich gut oder nicht? Und da, finde ich, müssen Schüler dann auch wieder die Lehrer so als das begreifen oder als diejenigen begreifen, die ihnen da irgendwie auch zur Seite stehen. Deswegen ich schon wichtig finde, dass die nicht immer nur in aller Technik, aber so doch auf einem Level sind, weil die Digitalisierung ist einfach Alltag. Und deswegen fände ich das eine sehr gute Idee, wenn jede Schule das hätte, weil es nämlich dann auch ein bisschen verpflichtender in den Schulen wäre. Das ist genau der nächste Punkt im Prinzip, weil Medienbildung, wie Sie es vorher ja gesagt haben, ist eine Querschnittsaufgabe momentan. Jetzt könnte man ja einfach sagen, um das zu verbessern und sicherzustellen, sagt man, Medienbildung wird zum Pflichtfach wie Deutsch oder Englisch. Ehrlicherweise halte ich davon wenig. Der Wunsch und das Ziel soll sein, dass in jedem Unterrichtsfach, jederzeit, und zwar möglichst nicht ab und zu mal, sondern durchaus jederzeit, digitale Medien zur Anwendung kommen. Ob das nun Deutsch ist, es kann sogar im Sportunterricht gemacht werden, wenn es um Bewegungsabläufe gibt, die man filmen kann und analysieren kann, vieles, vieles mehr. So ist doch auch die Wirklichkeit. Es ist doch nicht so, dass ich jetzt als Berufstätiger irgendwie plötzlich sage, 2 Stunden meiner Arbeitszeit widme ich der Medienbildung, sondern es ist ein selbstverständlicher Teil von Freizeit und Berufswelt geworden, natürlich mit Fortbildung und viel mehr. Diese Verwobenheit, die möchten wir gerne auch in der Schule finden. Und deswegen ein extra Fach einzuführen, halte ich für wenig zielführend, auch aus einem zweiten Grund. Wenn wir ein extra Fach einführen, dann ist die
Gefahr groß, dass in den anderen Fächern die Lehrer sagen, na, dann passiert es ja da. Dann muss ich das ja nicht machen. Und deswegen finden wir so gar nicht den Zugang, um die Schule insgesamt medial auch neu aufzustellen. Wir arbeiten zurzeit eher daran, was heißt eher, wir arbeiten zurzeit daran, wie es gelingen kann, dass gute Unterrichtsbeispiele, die es durchaus gibt, in jedem Schulfach, wie die eigentlich noch mal so durchgeknetet werden können, dass sie als Vorbild, aber auch als Angebot für alle Lehrerinnen und Lehrer präsentiert werden können. Dass man sagen kann, du willst Computer einsetzen oder Laptops oder Smartphones, sag mir dein Fach, sag mir die Klassenstufe und dann sagt er, was weiß ich, Geschichte Klasse 7, aha, da steht die Hanse auf dem Stundenplan. Hier haben wir mal zwei Unterrichtsmodelle, die genau fertig ausgedacht sind und die gut funktionieren und zwar mit jenem Lernprogramm oder. Daran arbeiten wir zurzeit, denn das Ziel muss sein, dass die Lehrer sozusagen auch den Mut kriegen, das als selbstverständlichen Teil im Unterricht zu machen und nicht abzuschieben in ein gesondertes Fach. Das heißt nicht, dass es nicht so ein Fach meinetwegen auch noch ergänzend geben sollte. Aber die Gefahr möchten wir vermeiden, dass dann nur dort digitales Lernen stattfindet. Wir wollen es in jedem Unterrichtsfach haben. Aber es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass viele Lehrer zwar vielleicht die Angebote sehen, sie aber nicht umsetzen wollen. Eine gewisse Skepsis gegenüber den Medien, gerade weil sie sich vielleicht nicht so gut damit auskennen oder Berührungsängste oder einfach auch sagen, nein, das ist jetzt nicht mein Beritt, das ist jetzt nicht mein Thema. Das machen die schon alle zu Hause die ganze Zeit mit den Medien, sollen sie doch nicht im Unterricht machen. Wenn das alles nur freiwillig ist, ich möchte der Lehrerschaft überhaupt nichts unterstellen, wie kommt es dann aber dazu, dass sie auch wirklich diese Angebote umsetzen? Wenn die Konzepte, wenn die didaktischen Konzepte für die Fächer alle vorhanden sind, wie kann es überprüft werden und sichergestellt werden, dass es auch tatsächlich stattfindet? Also freiwillig ist es nun doch nicht. Also es steht ja in den Lehrplänen drin, dass es stattfinden soll. Und sicherlich werden die Lehrpläne an der Stelle auch noch mal nachgeschärft. Das ist übrigens Teil der Kultusministerstrategie, auch Teil der Vereinbarung mit der Bundesregierung. Die Bundesregierung, die Geld gibt, aber die Länder haben sich verpflichtet, die Fortbildung der Lehrer und die Anpassung der Lehrpläne sicherzustellen. Das ist insofern nicht in die Beliebigkeit des Lehrers gestellt. Aber anordnen, sage ich Ihnen ganz offen, bei 21.000 Lehrern kann ich gerne ein Gesetz schreiben. Das wird Jahre dauern, bis das Wirklichkeit wird. Eher ist der Prozess wichtig, wie man den Lehrern auch den Rückenwind geben kann, damit das funktioniert. Und unser Modell, an dem wir zurzeit arbeiten, basiert darauf, dass diejenigen Lehrer, die das schon machen und wo das gut funktioniert, Unterrichtsmodelle entwickeln, fertig konfektioniert, wenn man sozusagen will, zusammengestellt in Materialien mit den Lernprogrammen, sodass man weiß, gut, Klasse 7, ich komme drauf zurück, Unterrichtseinheit, die Hanse im Mittelalter, 6 Stunden und da kannst du 3 Stunden das und das und das damit machen und so sieht die Klassenarbeit aus und solche Medien werden eingesetzt. Das halten wir für zielführend, damit das möglichst schnell auch Wirklichkeit in jedem Unterrichtsfach wird. Wenn Sie wollen, ordne ich das auch gern noch an. Aber ob es am Ende so furchtbar viel nützt, das muss man mal hinten anstellen. Das kenne ich aus vielen anderen Bundesländern, da gibt es so viele Erlasse, dass die Lehrer das manchmal selbst nicht mehr wissen. Sie haben es vorhin schon angedeutet, wenn die Große Koalition kommt, dann wird es auch Geld geben, auch für Hamburg. Wird dieses Geld, Sie hatten 120 Millionen Euro gesagt, rein in Computer fließen oder auch in didaktische Konzepte? Nein, es darf nicht für didaktische Konzepte verwendet werden. Das ist ein bisschen traurig, ich sage das ganz offen. Die Bundesregierung hat sich auf den Standpunkt gestellt, das gibt es nur für technisches Gerät. Das liegt daran, dass die meisten Bundesländer noch in vielen Schulen noch nicht mal einen Breitbandanschluss haben. Das ist in Hamburg schon lange passiert, das ist schon vor meiner Regierungszeit passiert. Das ist häufig wireless LAN in einzelnen Regionen noch gar nicht funktioniert. Und deswegen gibt es hier so einen großen Nachholbedarf, dass die Bundesregierung gesagt hat, wir begnügen uns damit. Hamburg ist schon viel, viel weiter. Aber wir werden Gespräche mit der Bundesregierung führen, wie wir es dann schaffen, das Geld so zu verwenden, dass alle glücklich sind. Und am Ende wird es auch didaktische Konzepte geben, selbstverständlich. Eine Frage noch zu den didaktischen Konzepten. Wer arbeitet die aus? Wer kümmert sich darum? Darüber diskutieren wir noch. Also das Normale funktioniert so, der Schulsenator schreibt einen Brief an jede Schule, mach ein didaktisches Konzept. Und dann trudeln nach einem Jahr 10 bis 30-seitige Konzepte ein. Das ist sicherlich auch richtig, weil die Schule daran beteiligt werden muss.
Die Frage ist allerdings, ob die Schulbehörde nicht ihrerseits auch ein paar bestimmte Dinge schon in Vorarbeit leisten kann, um es den Schulen leichter zu machen. Und hier brauchen wir noch eine vernünftige Abwägung zwischen beiden. Dennoch, wenn die einzelne Schule aufgerufen ist, dann auch deshalb, weil wir uns auch überheben würden, wenn wir glauben, dass die Schulbehörde mit ihrem Steuerungsapparat von vielleicht 200 Mitarbeitern, zwar ist die Schulbehörde zwar größer, aber die anderen haben mit anderen Dingen zu tun, wenn wir glauben, dass wir damit mal eben alle Schulen umkrempeln können. Bei der digitalen Technik, das habe ich mehrfach auch zum Ärger Einzelner, auch in öffentlichen Foren gesagt, müssen wir uns verabschieden von der Idee, die Behörde setzt sich hin, sie macht den Masterplan der nächsten 10 Jahre und ab dann geht im Wochentakt genau dieser Masterplan in Erfüllung. Wenn wir uns überlegen, wie lange sowas dauert, müssen wir auch fürchten, dass das, was wir jetzt planen, schon in 2 Jahren von der Technik überholt worden ist. Wer weiß denn, ob es dann noch ein Internet gibt, ob wir dann das Wireless LAN so noch brauchen und so weiter und so weiter. Die Entwicklung hier ist so rasant, dass wir sie nur bestehen können, wenn die Lehrer und Schüler selbst auch oder die Lehrer und Schulleitung selbst auch mitarbeiten und wenn wir sie auch lassen. Ein Stück weit heißt das auch, ein bisschen lange Leine lassen und auch ausprobieren möglich machen. Vielleicht als letzter Punkt, da wird mir immer gesagt, wieso, das muss doch im Generalstab der Behörde laufen und dann gibt es eine Anweisung, dann machen alle das, dann gibt es den nächsten Schritt. Die Technik überholt uns vermutlich so schnell, dass das nicht zieht. Am besten kann man es vielleicht erkennen, es gab auch keinen Masterplan von Washington und der USA damals im Silicon Valley jetzt eine neue Technik auf den Weg zu bringen, sondern da haben sich Einzelne in die Garage gesetzt und haben angefangen rumzubasteln und rumzufrickeln. Und ein Stück diese Kraft müssen wir auch wecken und nicht nur so tun, als ob das Generalstabsarbeit ist. Beides brauchen wir. Frau von Treuens-Fels-Frohwein, haben Sie noch, fehlt Ihnen etwas an den neuen Strategien, die jetzt auf die Hamburger Schülerschaft und Lehrerschaft zukommen? Das ist jetzt ja ein sehr weites Feld. Der Schulsenator hat sich ja zu verschiedenen Themen geäußert. Ich finde es schon mal gut zu wissen, dass er uns hier sagt, wenn uns das glücklich macht, dann verordnet er das. Dann werde ich ihn erinnern. Ich finde es nämlich eigentlich gut, wenn das mal verpflichtend ist, obwohl ich eigentlich für die freien Schulen schon bin. Aber ich finde, da muss jetzt auch mal ein bisschen Drive hinterherkommen, weil ich persönlich so ein bisschen den Eindruck habe, gerade in diesem Bereich, dass dann auch mal, ach, jetzt schon wieder so ein Konzept schreiben, das dauert ein bisschen länger. Ich habe eigentlich im Moment leider nicht das Gefühl, als ob die Schulen sagen, oh, super, da habe ich jetzt richtig Lust zu und das machst du mit und da noch hier ein Lehrer, da ein Lehrer, sondern sagen, das eben auch noch oben drauf. Die stören ja eh schon immer, dass sie viel zu viel Verwaltungskram haben. Da finde ich schon ganz gut zu hören, dass die Schulbehörde sich aber zumindest auch unterstützen daran betätigt wird, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass ein Medienfach nicht so gut ist einzuführen, weil ich glaube, das muss implementiert werden in allen Fächern, sonst wird das einfach abgeschoben, die Verantwortung. Und darüber hinaus, denke ich mal, gerade weil uns die Technik jetzt überholt, müssen wir einfach Gas geben und nicht warten, bis dann so trödelnd mal da vielleicht die Konzepte antrudeln. Die Schule soll ja Kinder und Jugendliche dann auf die Ausbildung, die Lehre oder das Studium vorbereiten. Und wir haben mal die Hamburger Handelskammer gefragt, was denn die Wirtschaft erwartet für Vorkenntnisse von den jungen Menschen, die da zu Ihnen kommen. Und dazu wollen wir uns auch einen Film angucken. Ja, mein Name ist André Mücke. Ich bin hier Vizepräses in der Handelskammer Hamburg und gleichzeitig auch Ausschussvorsitzender unseres Bildungsausschusses. Also wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit eine Umfrage durchgeführt bei unseren Mitgliedsunternehmen und dabei ist herausgekommen, dass sich natürlich unsere Mitgliedsunternehmen schon deutlich mehr digitale Kompetenzen bei jungen Menschen wünschen. Dabei ist, und das ist halt auch ein sehr interessantes Ergebnis, ist gar nicht so wichtig, dass die nun wirklich alle programmieren können, sondern es ist viel wichtiger, dass die tatsächlich einen sicheren Umgang haben mit der Standardsoftware, dass sie sich mit sozialen Medien und dem Internet gut auskennen und da auch einen verantwortungsvollen Umgang haben und dass sie auch so ein Stück weit Interesse und Wissen anhäufen zum Thema IT-Sicherheit und Datenschutz. Wir als Handelskammer Hamburg haben natürlich den Anspruch, dass Hamburg der Leuchtturm für digitale Bildung in Deutschland wird. Zum Wohle von unseren jungen Schülerinnen und Schülern, unseren jungen Menschen, aber natürlich auch zum Wohle unseres Wirtschaftsstandortes. Und die Ausgangsvoraussetzungen dafür sind eigentlich auch ganz gut, denn wir sind seit jeher ein Medienstandort. Und von daher ist es eigentlich nur sinnvoll und zweckmäßig, wenn wir uns das jetzt als nächstes Ziel setzen. Herr Senator, was halten Sie davon, Hamburg zum Leuchtturm der digitalen Bildung zu machen? Ja, das finde ich richtig.
Aber es ist immer schön, ein Ziel zu beschreiben. Man muss dann auch auf den Weg kommen und es entsprechend umsetzen. Und deswegen sage ich auch ganz offen, das ist nicht so leicht. Da muss ja jetzt vieles geschehen. Wir haben ein paar Weichen gestellt. Wir haben bei uns in der Behörde einen Chief Digital Officer ernannt, sozusagen, der sämtliche Digitalvorhaben koordiniert und direkt beim Staatsrat, also sozusagen ganz, ganz oben angebunden ist. Wir haben einen Jour fix eingeführt, alle 14 Tage, alle Fachleute mit dem Staatsrat und sogar mit mir als Senator, um den Ausbaustand und die nächsten Schritte zu analysieren. Und da merkt man erst, wie vielfältig es ist. Es geht ja nicht nur darum, jetzt ein Unterrichtsbeispiel zu finden, wie man in Klasse 7 Geschichtsunterricht mit Medien macht. Es geht darum, dass wir zum Beispiel für alle Lehrer auch entsprechend E-Mail-Adressen schaffen wollen, dass wir ein schuleigenes Netz herstellen wollen. Es geht darum, dass wir Wireless LAN möglichst in allen Klassenräumen implementieren. Wie das? Ja, das ist auch ein großes Ausbauprogramm. Oder dass wir unsere Schulverwaltungssoftware Schritt für Schritt weiterentwickeln. Wir haben sie schon so weit, dass man damit jeden Vertretungsplan machen kann, dass man damit auch ein Stück weit genauere Aufschlüsse hat über den Unterrichtsauswahl. Das nächste Projekt ist, dass wir standardisierte Zeugnisformate kriegen, damit die Lehrer sich nicht endlos herumärgern, wenn sie versuchen, die bisherigen Programme in Word, PDF oder irgendetwas zu überführen, sondern auf den Knopf drücken, dann hast du dein Standardzeugnis. Ein großer und schwieriger Angang, der bisher noch in keinem Bundesland funktioniert hat, obwohl es so leicht zu sein scheint. Und deswegen sage ich Ihnen, das ist eine große Vielfalt, an der man dort zugleich arbeitet. Aber ja, wir wollen Leuchtturm werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und Sie unterstützen Herrn Senator Rabe dabei? Na, aber in jedem Fall mehr, als er möchte. Wahrscheinlich werde ich das tun. Darauf können Sie wetten. Natürlich müssen wir das. Ein weiteres Beispiel für praktische Projekte der Medienbildung an Hamburgs Schulen ist die Filmfabrik Dulsberg an der Stadtteilschule Alter Teichweg. Sie ist vor kurzem mit dem Hamburger Bildungspreis ausgezeichnet worden. Und wir haben das Glück, heute hier vier Jugendliche zu haben, die an der Filmklasse, also in den achten Klassen, werden dort Kurzfilme gedreht und dabei haben sie mitgemacht. Und wir können jetzt mal ihre Erfahrungen mitbekommen. Sie können uns die mal schildern. Und als erstes würde ich gerne mal Aziz fragen, was habt ihr denn für einen Kurzfilm da gedreht? Wir haben einen sechsminütigen Kurzfilm gedreht, in dem zwei Schüler versuchen, einen Geist loszuwerden auf dem Nachhauseweg. Und sie versuchen es halt mit verschiedenen Mitteln, ihn loszuwerden. Doch dann taucht ein Plot-Twist auf und es kommen die zwei Tico-Gebrüder und überfahren alle Leute, die da stehen. Und das brutal an. Ja, genau. Eine Mischung aus Action und Comedy. Genau. Ayhan, was habt ihr denn dabei gelernt bei den Dreharbeiten? Also, wir haben gelernt, dass Kooperation sehr wichtig ist untereinander. Man muss sehr gut mit dem Team umgehen können, sozusagen, denn allein das Hinzufügen von Soundeffekten und das Schneiden dauert schon allein zwei Tage. Und innerhalb fünf Tagen so einen Kurzfilm fertigzustellen, ist halt dann nicht so einfach. Und wir haben auch sehr viel Erfahrung mitgenommen. Und wir haben auch gelernt, dass die Schulen halt modernes Equipment haben sollen, weil sonst treten am Ende Schwierigkeiten auf für das Schneiden und halt Zufügen von Soundeffekten. Ja. Simon, was gibt es denn noch für Medienangebote, Medienbildungsangebote an eurer Schule? An unserer Schule gibt es Smartboards, Computerräume mehrere und Neigungskurse, also Wahlkurse, in denen wir einen Computerkurs belegen können oder auch einen Trickfilmkurs. Und Serkan, wie sieht es aus, wenn du Schulsenator wärst, was würdest du an der Medienbildung an deiner Schule ändern? Also ich würde auch genauso wie der Schulsenator das machen. Nicht so viel, also ja. Ich würde das Thema Social Media in den Schulplan integrieren und also damit die Schüler mehr darüber lernen und wie man damit umgeht und wie man sich davon schützt. Und ja,
Da hat er zweifellos recht. Es ist ja so, dass das Thema Nutzung von Medien, auch digitalen Medien, eine sogenannte Querschnittsaufgabe im Lehrplan ist. Das heißt, sie ist nicht einem bestimmten Fach zugeordnet, sondern die Schule entscheidet darüber, welche dieser im Lehrplan festgelegten Dinge in welchem Fach und in welcher Jahrgangsstufe unterrichtet werden soll. Also wenn es jetzt darum geht, wie man sich im Bereich Social Media verhält, Facebook oder ähnliche Bereiche, die Gefahren, die Risiken, aber ich finde auch die Chancen mal darzustellen. Ich finde, Schule ist nicht gut beraten, immer zu sagen, du, das ist aber ganz gefährlich, sondern hier gehört beides dazu. Dann muss die Schule entscheiden, in welchem Fach das gemacht wird. Und deswegen war die Eingangsbemerkung von Ihnen ja richtig, Frau von Treuenfels ist ja auch mit drauf eingegangen. Das muss die Schule dann aber jeweils in jeder Schule selbst entscheiden, ob da jetzt im Heimat- und Sachkundeunterricht, vermutlich heißt es gar nicht mehr so, in der Grundschule das gemacht wird oder im Deutschunterricht in der Sekundarstufe 1 oder wo auch immer das angedockt wird, damit es auch wirklich vorkommt. Sicherlich gibt es da Abstimmungsbedarf zwischen den Lehrern und ihren Fächern, dass der eine sagt, ich dachte, du machst das und wir haben es auch nicht gemacht und da bleibt einiges hängen, da wird man sicherlich dran arbeiten müssen. Könnte das auch ein Thema für die Schulinspektion sein? Es wäre jetzt leicht für mich zu sagen, ja. Aber die Schulinspektion kommt alle 4-5 Jahre einmal vorbei. Das ist einfach nicht der Zyklus, um das wirklich sorgfältig zu überprüfen. Nein, ich glaube, hier brauchen wir eine engere Taktung. Wir haben jetzt eingeführt, dass die Schulaufsichten, in anderen Bundesländern heißt es die Schulräte, also die Vorgesetzten der Schulleiter, zweimal im Jahr jede Schule besuchen und dort ein Qualitätsentwicklungsgespräch, so heißt es, durchführen. Und da werden diese Dinge künftig auch eine Rolle spielen. Da wird berichtet, wie sich die Schule entwickelt hat und vieles mehr. Das ist wesentlich besser und auch wesentlich druckvoller und schneller, als alle 4 Jahre im Rahmen der Schulinspektion das zu machen. Wie viel Schüler mit und über digitale Medien im Unterricht lernen, hängt ja maßgeblich von den einzelnen Lehrkräften ab, von deren Aus- und Weiterbildung. Das macht in Hamburg das LI, das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Wie werden die medienpädagogischen Angebote dort genutzt? Also die werden sehr gut genutzt, aber gemessen an der Größe der Aufgabe, wir reden darüber, dass wir in Hamburg fast 20.000 Lehrkräfte haben, ist das ein Schulungsumfang. Wenn wir die jetzt alle auf das Niveau von einzelnen Spitzenschülern bringen wollen, da sitzen wir ein Jahrzehnt dran, vermutlich, selbst wenn wir das verdoppeln und verdreifachen. Hier müssen wir aber, brauchen wir neue Impulse einerseits. Aber ich setze, wie gesagt, auch sehr stark darauf, dass man nicht nur das theoretische Wissen sozusagen sich aneignet. Denken wir doch mal selber im Ernst darüber nach, wie wir alle, Sie, ich, Sie, mit diesen Computern klargekommen sind. Also ich habe jetzt auch nicht einen Kurs besucht, sondern man fummelt sich da irgendwie rein. Und dieses Reinfummeln, so blöd es klingt, das wollen wir, dabei wollen wir den Lehrern helfen, weniger mit theoretischen Kursen, natürlich bauen wir die Schulungsangebote mächtig aus, sondern indem wir eben an praktischen Unterrichtsbeispielen zeigen, so geht es, hier ist das Programm, hier wäre der Laptop, so kannst du das machen und man dann über die Praxis sich dort hineinarbeitet. Ich persönlich halte das für einen realistischeren Weg, weil es der Weg ist, den die meisten Anwender doch auch gehen. Wenn ich das bei meinen Kindern sehe, die haben auch alle diese Smartphones, aber keiner hat einen Kurs gehabt dazu. Sie haben sich da irgendwie reingefummelt. Und diese Selbstkräfte, die müssen wir entfalten. Und wir wollen das vor allem machen, indem wir eben praktische Beispiele geben, über die sich dann die Schullehrergemeinschaft unterhält, austauscht und das weiterentwickelt. Aber natürlich ist angedacht, dass wir die Kurse am Landesinstitut dramatisch ausbauen. Ich warne nur davor, zu glauben, dass das jetzt alles dann auch den Erfolg bringen wird. Frau Treuenfels-Frohwein, Sie schütteln den Kopf. Warum? Ja, ich finde, es gibt ja eigentlich sehr gute Angebote am LI. Also die sind ja qualitativ gar nicht zu verachten, sogar gut, finde ich. Ich glaube, ganz ehrlich, also ich will den Lehrern da nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass die sich da irgendwie nur so reinfummeln müssen, so wie unsere Kinder, sondern was ich ja gerne möchte, ist, dass sie eben Medienkompetenz auch beibringen. Und dazu braucht es eben einfach ein bisschen mehr, als mal eben so ein Smartphone zu bedienen und zu gucken, oh, jetzt gibt es Snapchat oder jetzt gibt es schon wieder was Neues. Ich laufe da hinterher als Lehrer, damit ich so gut bin wie die Schüler, sondern
beides muss sein. Die müssen irgendwie so eine andere Haltung, so einen anderen Spirit in der Schule entwickeln. Das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Damit in so einer Schule nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, wenn man in der Schule ist, hat man das Gefühl, man wird wirklich so zurück in die Vergangenheit gebeamt. Da redet so ein bisschen der Turnhalle, ein bisschen der Schule, wie sie immer war. Und wenn da mal so ein bisschen was Neues reinkommt, das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Und da müssen die Lehrer einfach auch mal ein bisschen auf Zack gebracht werden. Ein Ansatzpunkt wäre ja vielleicht auch im Referendariat zum Beispiel zu sagen, dass die angehenden Lehrer, die ausgebildet werden, dass die grundsätzlich verpflichtend ein medienpädagogisches Seminar machen. Ist sowas vorgesehen? Ja, da hat die Bürgerschaft auch schon einen Antrag gestellt und wir sind dabei, das entsprechend auszuarbeiten. Jetzt muss man aber auch ehrlich sein und sagen, erstens, wir kriegen ständig Anträge, was man alles im Referendariat lernen muss, multikulturellen Austausch, das Leben in der digitalen Welt. Jetzt hatten wir gerade was Deutsch als Zweitsprache wegen der vielen Zuwanderungen und so weiter und so weiter und so weiter. Und bald muss sich das Referendariat in der Länge verdreifachen, um das alles unterzubringen. Wir hatten vor kurzem eine Anhörung im Schulausschuss. Dort waren Bildungsexperten aus ganz Deutschland eingeladen. Der eine Experte, eine Koryphäe und durchaus mit hohen Reputationen, hat etwas gesagt, was mir nicht aus dem Kopf gegangen ist. Er hat gesagt, Lehrer werden ist ein Prozess, der dauert 35 Jahre, weil das ganze Berufsleben aus einer Weiterentwicklung besteht. Und wir müssen uns ein bisschen von dem Gedanken befreien, dass wir an einer Stelle sagen, da machst du das jetzt, da lernst du das so, und dann kann man das 30 Jahre lang. Deswegen, es ist richtig, das muss im Referendariat eine größere Rolle spielen. Aber es muss auch in der universitären Ausbildung mal eine größere Rolle spielen. Das kann auch nicht schaden. Und es muss aber auch danach über die Fortbildung und über die Praxis der Schule nach ein Thema bleiben. Und man soll nicht die Auffassung haben, jetzt bin ich 27, mein Referendariat ist mit 29 abgeschlossen und nun kann ich Digitales, bis ich 65 bin. Das ist, glaube ich, angesichts der rasanten Entwicklung völlig illusorisch. Deswegen, ja, Referendariat haben wir schon Angebote gemacht, muss man auch noch überprüfen, sie zu verbessern. Aber eher geht es um die Frage, diesen Prozess danach noch mit in den Blick zu nehmen. Mhm. Im Publikum sitzt auch Carsten Arnheim, er ist Personalrat der GEW Hamburg, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Welche Position hat denn die GEW bei diesem Thema? Der Einzug der digitalen Medien hat ja nun schon stattgefunden. Gesellschaft und Schüler arbeiten mit den Medien, keine Frage. Das birgt natürlich auch Gefahren und Vorteile. Diese Vorteile sehen wir im Unterricht natürlich auch. Man hat andere Möglichkeiten, man kann den Unterricht anders gestalten, man kann Arbeitsabläufe vereinfachen und man hat andere Kommunikationsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite bietet dieses Medium natürlich auch eine hohe Möglichkeit der Flexibilisierung und Entgrenzung der Arbeit. Da sehen wir eine große Gefahr, dass da auch ein Riegel vorgeschoben wird, wie lange können die Lehrer denn eigentlich oder wie lange sollen die Lehrer tatsächlich mit den Medien arbeiten? Müssen sie erreichbar sein? Natürlich ist es gut, viele Computer und Medien in der Schule zu haben, um damit die Schüler zu lehren. Eine verlässliche Ausstattung, Wartung und Pflege ist natürlich auch nötig. Viele Kollegen, das weiß ich, bin selber Medienverantwortlicher, machen das in ihrer Freizeit, auch weil sie hoch motiviert sind und hohe Fähigkeiten haben. Die puzzeln und tüdeln da am Abend weiter, das geht natürlich gar nicht. Da braucht es schon mehr Unterstützung von der BSB an der Schule. Wenn die Medien weiterhin Einzug erhalten und intensiver bearbeitet werden müssen, müssen die Lehrer natürlich da an die Hand genommen werden. Es bedarf Fortbildung, dieses Reinknüppeln, wie Sie das genannt haben, Herr Sonato, das reicht nicht. Man braucht tatsächlich eine fundierte Grundausbildung, um sich dann selber weiterzubilden. Dienstliche Tätigkeiten bedarf natürlich auch dienstliche Arbeitsmittel. Das heißt, es kann nicht erwartet werden, dass die Lehrer und auch Schüler natürlich ihre Endgeräte mitnehmen. Die Social Medien, die hier mein Nachbar schon angesprochen hat, die sehen wir bisher ein bisschen zu wenig in den Schulen. Da gibt es nämlich aber auch natürlich eine große Gefahr, die tatsächlich auch gelehrt werden muss und die möchten wir gerne mehr in der Schule sehen. Da gibt es zum Beispiel böse Überraschungen beim Einstellungsgespräch, wenn man unüberlegt irgendwelche Informationen in Facebook, Flickr oder sonst wo veröffentlicht und das zieht dann der Personaler bei der Einstellung, beim Einstellungsgespräch heraus. Das ist nicht schön. Welche Daten verlangen die Anbieter im Internet?
was darf ich überhaupt preisgeben? Welche Informationen finde ich im Internet, wenn ich im Unterricht arbeite, nach Informationen suche? Da lande ich auch schnell bei YouTube auf Beweisen, die Erde ist eine Scheibe. Solche kritischen Auseinandersetzungen muss mit den Schülern erarbeitet werden. Da gibt es viele, viele solche Beispiele. Und da möchten wir gerne sehen, dass das sich die Schule dieser Verantwortung annimmt. Auch gerade jetzt, wie ich höre, dass wieder ordentlich Material in der Schule abgeladen wird. Da bedarf es Fortbildung für Lehrer und natürlich eine angepasste Unterrichtsstruktur. Und diesen Raum sollte der Unterricht bieten. Eine ganze Liste von Forderungen. Das muss dann im Einzelnen geklärt werden, denke ich mal. Mich interessiert jetzt noch vor allem, es ist viel in Bewegung, Sie haben es gesagt, es wird mehr Geld geben, es wird mehr didaktische Konzepte geben. Welche Rolle bekommen denn die außerschulischen Akteure, wie zum Beispiel TIDE, wie der JAFI, Creative Gaming, wie die Radiofüchse? Es sind ja eine ganze Reihe von Projekten in der Stadt, die maßgeblich auch daran beteiligt sind, dass Medienbildung an den Schulen stattfindet. Ja, das eine ist so, dass wir tatsächlich jetzt viele Angebote haben, übrigens auch von Stiftungen, diesen Weg mit zu unterstützen. Also als Beispiel will ich einmal nennen, dass die Körber-Stiftung diesen kleinen Computer unterstützt, Calliope heißt das Dings, wo Grundschüler oder Schüler der 5. Klasse einfache Programmierschritte erlernen. Oder dass die Herzstiftung, mit der wir gerade heute sozusagen das auch hinbekommen haben, uns unterstützt, wenn es darum geht, diese Unterrichtseinheiten zu entwickeln. Das sind alles Beispiele. Und auch die anderen digitalen Angebote in der Stadt werden sicherlich als Kooperationspartner von einzelnen Schulen dann auch angewählt. Die Schulen haben hier ja große Freiheiten. Es ist nicht so, dass die Schulbehörde jetzt sagt, Schule Alter Teichweg, um mal hier die 4 Schüler zu nehmen, ab jetzt müsst ihr einmal in der Woche zu TIDE gehen oder so etwas. Aber dass wir diese verschiedenen Angebote auch den Schulen darlegen und dass die Schulen dann von sich aus hier einen Schritt auf die verschiedenen Angebote zugehen. Das wollen wir unbedingt erreichen. Und das klappt in einem anderen Bereich sehr gut, nämlich bei den Berufspraktika. Es hat gar nichts mit digitaler Welt zu tun. Aber da musste Schule sich auch öffnen und auf viele Firmen und Unternehmen zugehen, um diese Praktikumsplätze zu organisieren. Das hat dort wunderbar geklappt. Sogar so weit, dass viele Schulen richtige Partnerschaften haben mit Airbus oder mit großen anderen Konzernen, um dieses Thema auszuleuchten. Und solche Partnerschaften wünschen wir uns auch für die einzelnen Schulen mit den vielen digitalen Anbietern in der Stadt. Inwiefern unterstützt denn die Schulbehörde die Vernetzung dieser außerschulischen Akteure mit den Schulen? Ich will jetzt nicht groß tönen. Im Moment noch nicht. Also unterstützen ist eigentlich auch ein weites Wort. Es fällt uns sicherlich ganz leicht, bei der nächsten kleinen Anfrage darzustellen, wie viel Unterstützung wir dann doch noch machen. Aber ehrlicherweise braucht es hier noch mehr Dynamik. Das müssen wir uns jetzt auch noch genauer angucken. Da geht es darum, dass wir überhaupt erstmal einen Überblick uns verschaffen, aber auch den Schulen verschaffen, welche Anbieter denn in diesem Spielfeld alle sind und dass dann hier die Schulen informiert werden können, wie man hier in Kontakt tritt. Aber welche Schule dann auf welchen Anbieter zugeht, das wird die Schulbehörde nicht organisieren, das ist auch nicht vernünftig. Das muss die Schule auch aus eigener Kraft und auch aus eigener Haltung heraus entwickeln. Wird es dazu dann einen konkreten Ansprechpartner geben oder eine Stelle in der Schulbehörde? Die gibt es schon jetzt und wir arbeiten daran, diesen Stab auszuweiten. Da sind wir aber noch in Überlegung, da werden wir aber in den nächsten 2-3 Monaten sicherlich hier entsprechende Aufstellungen gemacht haben, um das zu sicherzustellen. Eine Schlussfrage an Sie beide. Frau Treuenfels-Rohmein, was ist für Sie im Augenblick das Allerdrängste? Was würden Sie als allererstes machen, um die Medienbildung an den Schulen in Hamburg zu verbessern? Ich würde, glaube ich, versuchen, das, was Sie gerade besprochen haben, eben auch außerschulische Partner mit an den Start zu bringen. Und zwar nicht, dass die Schulen sich bei denen melden, sondern dass die einfach mit in eine Planung hereinkommen, wie man die Didaktik verbessern kann. Das würde ich, glaube ich, tun. Dann würde ich versuchen, an jeder Schule einen dafür wirklich verantwortlich zu machen. Und zwar wirklich verantwortlich zu machen dafür, dass das in den Schulen auch passiert. Und nicht, dass man sagt, ja, das wird schon irgendwie kommen und die schreiben irgendwann ein Konzept, sondern das würde ich dann da auch schon verpflichtend machen wollen. Und dann würde ich versuchen,
sicherzustellen, dass es sowohl in der Ausbildung, sprich im Studium, als auch hinterher in der Fortbildung und auch im Referendariat ein verpflichtender Teil wird, weil ich nämlich nicht der Auffassung bin, dass man das gleichstellen kann mit allen anderen, wenn sie auch noch so wichtig sind, dort als Fremdsprache und was auch immer der Senator genannt hat, stimmt ja. Aber ich glaube, das ist ein Thema, dem müssen wir uns stellen. Da ist gar nicht eine Frage ob, sondern wir müssen es tun und das finde ich mit der wichtigsten Punkt. Und dann, last not least, finde ich auch wichtig, dass die Schüler selber Bestandteil dessen sind. Also wir haben zum Beispiel schon immer gefordert und tun übrigens übermorgen auch wieder, eine sogenannte Bildungscloud, wo die Schüler untereinander sich vernetzen können, die ist datensicher, mit dem Lehrer zum Beispiel, dass das eben auch wirklich, was die ja sonst außerhalb der Schule haben, dass sie es auch innerhalb der Schule haben. Sowas ähnliches wie WhatsApp, eben einfach auch datensicher. Das würde ich gut finden. Herr Senator, Sie haben viele Sachen angekündigt. Es gibt mehr technische Ausstattung, eine bessere technische Ausstattung. Es wird an Konzepten gearbeitet. Wann werden die Hamburger Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte davon was zu spüren bekommen? Das ist ein Prozess in einem Fluss. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, im Moment merkt niemand was und übermorgen merken alle was, sondern es werden stetig mehr Schülerinnen und Schüler sein, die in ihren Unterrichtszusammenhängen mit digitalen Medien umgehen, weil immer mehr Lehrerinnen und Lehrer es aufgreifen. Sie hatten Frau von Treuenfels ja gefragt, welches ist der wichtigste Schritt? Und an der Antwort merkt man unsere Schwierigkeit auch. Wir können jetzt nicht in diesem Prozess sagen, wenn wir jetzt an diesem Knopf drehen, wird alles gut. Selbst wenn an dem Knopf viel Geld hängt, aber ich würde auch noch überlegen, ob ich dran drehe. Aber es gibt ganz, ganz viele Schaltstellen, wo wir vorankommen müssen. Und ich glaube, das Ganze hängt davon ab, ob es uns gelingt, bei den, insbesondere in den Schulen, bei den Lehrkräften in erster Linie auch die, wie soll ich mal sagen, die Unterstützung dafür zu finden, dass das eine gute, eine vernünftige Sache ist, die klappen kann. Mhm. Natürlich muss die Schulbehörde Geld in die Hand nehmen und wir müssen Organisationen unterstützen und wir müssen Schulungen anbieten und wir müssen im Referendariat die Weichen anders stellen, die Lehrpläne ändern, alles wahr. Aber wenn die Lehrkräfte das eigentlich überflüssig oder schlecht finden, was nicht der Fall ist, aber nicht mitziehen, dann bringt das alles wenig. Und diesen Prozess, den mit Leben zu füllen, das ist an dieser Sache nicht so ganz einfach. Wir müssen deshalb einen Weg finden, dass auch die Betroffenen das gut finden und mit ihren eigenen Mitteln, die sie haben, entsprechend unterstützen. Und das wird die zweite große Säule sein, neben dem, was wir alles als Aufgaben der Schulbehörde zu Recht identifiziert haben. Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank an Sie, unsere Gäste. Vielen Dank ans Publikum. Das war Angedockt 4 Medienbildung in Hamburg. Heute ging es um die Medienkompetenzförderung an weiterführenden Schulen in Hamburg. Und Informationen zur nächsten Angedockt-Veranstaltung gibt es im Internet unter angedockt-hamburg.de. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Thank you.